Ja, herzlich willkommen dann zur zweiten Runde, Medienrunde heute. Herzlich willkommen Ingo Wald und Michael Platt. Ingo, bitte. Ja, auch von mir nochmal guten Morgen zusammen. Wir freuen uns, dass wir Ihnen heute den neuen Geschäftsführer vorstellen können. Ja, ich würde allerdings erst gerne noch einen Blick zurückwagen und auch damit einsteigen wollen, weil wir im Prinzip nochmal Danke sagen wollen als Vorstand für Peter Monaub, der die letzten 5 Jahre einen großartigen Job gemacht hat hier beim MSV Duisburg. In dieser Zeit haben wir eine ganze Menge bewegt. Wir haben in dieser Zeit das negative Eigenkapital um die Hälfte reduzieren können. Auch die abgelaufene Spielzeit wird diese Situation wieder ein Stück weit verbessern, dass wir immer geringeres negatives Eigenkapital haben. Das zeigt, dass Peter Monaub mit seinem Team den MSV in ruhigeres Fahrwasser geführt hat. Und dafür gebührt ihm ein großer Dank. Bedanken möchte ich mich auch bei Dirk Broska. Dirk hat 6 Monate als Interimsgeschäftsführer agiert, uns dadurch auch die Zeit gegeben, dass wir in Ruhe einen Geschäftsführer suchen konnten. Und diese Suche haben wir uns auch nicht einfach gemacht. Wir haben mit vielen recht interessanten Kandidaten gesprochen. Wir hatten ein klares Profil im Kopf, was wir wollen. Und das Profil war natürlich, dass wir einen ausgewiesenen Finanzfachmann wollten. Wir wollten jemanden haben, der aktiv mitarbeitet, der die Ärmel hochkrempelt hier auf der Geschäftsstelle. Wir wollten jemanden haben, der Druck aushalten kann, unter Druck arbeiten kann. Wir wollten jemanden haben, der die nötige Sozialkompetenz mitbringt, der teamfähig ist und der auch unsere Stakeholder so betreuen kann und bedienen kann, wie sie es erwarten. Wir wussten natürlich auch genauso, was wir nicht wollten, aber das lasse ich jetzt mal außen vor. Und in den Gesprächen, die Michael und ich geführt haben und gemeinsam auch mit meinen Kollegen vom Vorstand, sind wir relativ schnell dazu gekommen, dass wir gesagt haben, ja, das passt, das sind genau die Vorstellungen, die wir untereinander teilen, dass wir glauben, den MSV den nächsten Schritt gehen zu können. Und ja, sind der Überzeugung, dass Michael Klatt die Idealbesetzung für uns ist und auch Michael von unserer Seite her die volle Unterstützung bekommen kann und bekommen wird und wir eigentlich sehr, sehr zuversichtlich sind für die nächsten Jahre. Habe ich direkt mal die Messlatte hochgehalten. Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja, ja. Schon, da sind ja die Anforderungen schon gleich hoch. Ja. Vielen Dank, Ingo. Ja, Michael, du kennst die dritte Liga vom 1. FC Kaiserslautern, kennst einen Traditionsverein damit auch und kommst jetzt zum nächsten Traditionsverein. Was hast du vor mit dem MSV? Ja, ich kenne ja nicht nur die dritte Liga, sondern zum Glück auch die zweite Liga und habe auch in der zweiten Liga den MSV beobachten dürfen. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich habe heute Morgen die Mitarbeiter der Geschäftsstelle kennengelernt. Auf die Zusammenarbeit freue ich mich ganz besonders. Und ich konnte natürlich aus der Ferne auch diesen Club verfolgen. Ein toller Traditionsverein, der wie viele Traditionsvereine Höhen und Tiefen durchlebt hat. Aber ich glaube, er unterscheidet sich von anderen Vereinen dadurch, dass er sehr stark konzentriert an Themen arbeitet, auch in einer Phase, die besonders schwer ist. Und ein Abstieg, den es ja hier im Sommer gegeben hat, ist so eine schwere Phase. Und trotzdem ist es dem Club, den Mitgliedern und den Fans gelungen, mit Leidenschaft sich, wie gesagt, auf diese Herausforderung zu konzentrieren. Und das ist etwas, was mich sehr positiv stimmt. Und deswegen glaube ich, dass ich meine Erfahrungen einbringen kann als Finanzfachmann, um sicherzustellen, dass es nicht nur sportlich, dass wir da vorankommen, sondern dass wir natürlich dann auch auf der finanziellen und organisatorischen Seite gut aufgestellt sind, sodass der Club als solches sich in die richtige Richtung weiterentwickeln kann. Vielen Dank. Michael, bitte, eure Fragen. Joachim Droll von der Bild-Zeitung. Immer die erste, ja. Dann kennen Sie sich ja mit schwierigen Clubs und schwierigen Situationen aus, denn der FCK war ja in den letzten Jahren auch ein sehr, sehr schwieriger Fahrwasser, wobei da ja, glaube ich, mal die Umstände auch noch ein bisschen anders sind als hier.
Was hat Sie denn letztlich dann dazu bewogen zu sagen, ich meine, das war ja keine einfache Zeit in Lautern, ich wage das, das ist auch keine einfache Situation bei der MSV, irgendwo hat es immer wieder beschrieben, verweilen in der dritten Liga ist der Tod auf Raten. Was hat Sie denn letztlich dazu bewogen zu sagen, doch, ich gehe das Risiko ein, bei dem nächsten Club, der schwierig zu führen sein wird, wieder in den Profifußball das anzunehmen? Was mir besonders Freude macht, ist Ärmel hochkrempeln anzupacken. Das ist ja auch, was der Ingo gerade sagt, im Anforderungsprofil. Und dann ist es halt, wenn man Finanzen macht, logisch, dass man dann potenziell bei Clubs sich eher einbringt, die hier Potenzial haben. Und was mich, wie gesagt, dann für den MSV begeistert hat, ist, dass man, obwohl man diese schwierige Situation hat, die Dinge doch, ich sag mal, ich will nicht sagen gelassen, das wäre der falsche Begriff, aber konzentriert und fokussiert angeht. Und das ist, glaube ich, ein Schlüssel zum Erfolg. Wenn man jetzt auch auf den sportlichen Bereich schaut, das konnte ja keiner am Anfang der Saison sich vorstellen, dass es so gut laufen würde. Es gab ja extremst viele Neuzugänge, Abgänge. Und dann ist man es, wie gesagt, frohgemut angegangen und hat das Beste draus gemacht, ohne dass man, wie gesagt, gleich von Anfang an in Hektik verfällt. Und deswegen habe ich gesagt, das kann ein Club sein, wo ich mich einbringen kann und wo ich auch Freude haben kann. Ja. Selbst beschrieben. Ja. Was weist Sie als solchen aus? Ich habe jetzt keine klassische Fußballkarriere hinter mir. Der 1. FC Kaiserslautern war mein erster Fußballverein. Ich war die Jahre davor lange Zeit in der Unternehmensberatung beziehungsweise später dann auch in der Industrie und hatte dort ausschließlich Positionen im Bereich Rechnungswesen, Controlling, Finance. Und insofern zeichnet mich das aus. Ja. Haben Sie sich beworben oder sind Sie gefragt worden? Das ist ja wie meistens im Leben, nicht wahr? Man erinnert sich nachher gar nicht mehr dran, von wo es ausging. Ich glaube, es war ein perfekter Fit. Sollten Sie doch wissen, so weit sollte man sich erinnern können. Also lange ist es ja nicht her. Ja, wir kannten uns schon im Vorfeld und haben immer mal Kontakt gehalten. Und haben dann vielleicht gegenseitig dann mal abgeklopft, ob es passen kann. Das haben wir grundsätzlich auch so gemacht gehabt. Und wenn man in einem bestehenden Arbeitsverhältnis ist man immer auch ein bisschen zugeknöpfter. Aber das hat sich dann in den Gesprächen so ein Stück weit ergeben. Steffen Penzel, bitte. Herr Klaff, was haben Sie vorgefunden hier und was sind die ersten wichtigen Schritte, die Sie tun werden? Na gut, ich bin ja jetzt erst 2 Stunden hier, also von daher habe ich erstmal die Mitarbeiter kennengelernt. Das war ja immer das Allerwichtigste. Ich hatte im Vorfeld, wie gesagt, sehr gute Gespräche, vertrauensvolle Gespräche mit dem Vorstand. Wie hier auch gerade angeklungen ist, die dritte Liga ist wirtschaftlich, glaube ich, für jeden Verein eine große Herausforderung. Das wird für den MSV auch so sein. Das heißt, jetzt steht ja das Thema Lizenzierung an, Halbjahresabschluss, Planung für die neue Saison, die wir ja zweigleisig abgeben werden. Und das ist aber, wie gesagt, bei jedem Club oder bei fast jedem Verein. Denn im Grunde genommen ist es ja das große Ziel von mindestens 10, 12 Vereinen, diese Liga auch wieder zu verlassen, sinnvollerweise nicht nach unten. Und deswegen ist eigentlich in jedem kaufmännischen Bereich zu der jetzigen Zeit, in der Weihnachtszeit, wir haben ja gerade gehört, der Trainer freut sich drauf, ja. Die Kaufleute auch, wenn man jetzt sozusagen noch mal Kraft tanken kann und dann geht es im Grunde genommen im Januar ja mit dem Halbjahresabschluss und der Lizenzierung los. Das ist im Grunde genommen das, worauf es jetzt ankommt. Ich muss natürlich als allererstes mal das Team kennenlernen, denn wie gesagt, alleine kann man ja überhaupt nichts bewirken, sondern man kann ja nur Dinge im Team vorantreiben. Das ist im Grunde genommen das, was ich als allererstes tun werde, bevor ich mich dann auf die fachlichen Themen konzentrieren werde. Jetzt hat man immer so als Beobachter von außen den Eindruck, dass es in Kaiserslautern die letzten Monate sehr chaotisch über die Bühne ging. Und das ist ja hier eigentlich trotz der schwierigen Lage immer ein bisschen anders gewesen, dass doch jetzt eine gewisse Kontinuität auch seit dem Schuldenschnitt eintrat. Hat Sie das auch bewogen, weil Sie so ein Chaos erlebt haben, da jetzt mal in Kaiserslautern, dass Sie hier merken, hier ist die Situation zwar auch schwierig und die muss man meistern, aber hier herrscht wenigstens Ruhe. Also ich habe mich in Kaiserslautern nicht unwohl gefühlt und auch wenn wir sportlich unsere Ziele nicht erreicht haben, glaube ich, dass wir gerade im wirtschaftlichen Bereich deutliche Schritte nach vorne gegangen sind. Es hatte uns niemand zugetraut, die Lizenz für die dritte Liga zu bekommen. Wir haben es zweimal bekommen. Wir haben eine Anleihe zurückzahlen müssen über ein Volumen von fast 7 Millionen. Also von daher, wenn ich jetzt auf meine Zeit in Kaiserslautern zurückblicke, bin ich da, wie gesagt, nicht traurig, dass ich dort war. Und ich kann auch hier sagen, es war ein ganz tolles Team, was mich dort begleitet hat. Also das ist jetzt auch emotional
Personal gar nicht so leicht. Ich habe mich dort vor 2 Tagen verabschiedet. Heute begrüße ich hier, wie gesagt, eine neue Geschäftsstelle. Aber natürlich, das sagte ich ja eingangs, man hat das beobachtet, dass hier mit Kontinuität an Themen gearbeitet wird. Und das ist natürlich auch ein Schlüssel zum Erfolg, an den ich auch glaube. Diese Hire-and-Fire-Mentalität, die ja gerade im Fußballbusiness sehr stark ausgeprägt ist, ich glaube nicht, dass das immer zielführend ist, sondern wenn man der Meinung ist, dass man den richtigen Weg eingeschlagen hat, dann muss man es auch akzeptieren, dass es auch mal bergab gehen kann. Das ist quasi wie eine Wanderung durch die Berge. Da geht es halt auch mal bergab, wenn man den Gipfel erklimmen will. Und das, glaube ich, macht Duisburg anders als andere Clubs. Ja. Und deswegen war das für mich auch ein wesentlicher Entscheidungskriterium, zu sagen, ich würde gerne beim MSV Teil des Teams sein. War die Besetzung im Aufsichtsrat jetzt auch nochmal ein Grund für Sie, zu sagen, mir fällt der Abschied leichter, oder hatte das gar nichts damit zu tun, dass das Team Merck jetzt dort demnächst im Aufsichtsrat sitzt? Ich hatte dem alten Aufsichtsrat/Beirat bereits vorher signalisiert, dass ich am Jahresende ausscheiden würde. Da war noch gar nicht klar, dass es Veränderungen im Aufsichtsrat geben würde. Und insofern hatte das keine Auswirkung auf meine Entscheidung. Und natürlich wünsche ich dem Club und auch dem Team Merck viel Erfolg. Haben wir Markus Wittig einen Finanzmann als Vorsitzender des Aufsichtsrats geholt? Sie haben sich jetzt als Finanzexperten beschrieben. Sie selber sind, glaube ich, oder waren mal CFO, also bei Krone. Da kommt einem so ein bisschen das Gefühl, der MSV zählt vor allem Geld. Ja, was wir zwar gerne machen würden, aber wir müssen das erstmal generieren. Die Frage ist berechtigt oder konnte man auch erwarten, dass jetzt das diskutiert wird, ob das nicht ein bisschen zu schwer in die Richtung Finanzen geht, aber ich denke, das ist in unserer Situation der richtige Weg. Wir haben mit Markus Wittig sicherlich auch einen Finanzfachmann und ich möchte auch, dass wir kommunizieren über die KGA, Geschäftsführung und dem Aufsichtsratsvorsitzenden auf Augenhöhe, dass man sich fachlich da auch austauschen kann. Wir sind, glaube ich, auch im Vorstand komplett einig, dass wir eine klare Trennung haben wollen zwischen den Aufgaben und den Ressourcen und eine klare Struktur. Und dann gibt es die Finanzseite und dann gibt es die sportliche Seite. Und wir halten nichts davon, dass wir das miteinander vermengen und dass jeder ein bisschen Wissen einbringt, sondern wir wollen unsere Experten haben, die ihren Job tätigen und ihren Job dann auch verantwortlich betreiben können. Und das gehört dann auch für mich dazu, dass wir eine klare organisatorische Struktur haben und Verantwortlichkeiten. Bernhard Dietz ja einen Sportvorstand sozusagen verloren, also jemand, der sich um diese Dinge bekümmert und nicht ersetzt. Fehlt es an sportlicher Kompetenz in den Aufsichtsgremien? Also in den Gremien, ja, kann man so sehen, aber da sind wir in Gesprächen. Wir hatten, das hatte ich auch schon gesagt gehabt, sehr, sehr interessante Gespräche gehabt, auch mit anderen Kandidaten, die dann auch ein Stück weit mehr in die sportliche Richtung gegangen sind. Und die Kontakte waren so gut, dass wir weiterhin im Gespräch bleiben. Und wir haben auch dieses Mal andiskutiert, ob ein Kandidat Interesse hätte, bei uns als Vorstand mit einzusteigen. Das wurde erstmal positiv signalisiert und zurückgespielt. Das werden wir noch ein Stück weit abwarten müssen, ob es sich zeitlich ermöglichen lässt. Falls es so kommt, hätten wir da eine sehr, sehr gute Besetzung. Habe ich das richtig verstanden? Einer der Kandidaten, der möglicherweise für den Posten als Geschäftsführer in Frage gekommen wäre, ist jetzt jemand, der nun möglicherweise... Wo wir drüber nachdenken, ihn in den Vorstand zu berufen. Ja, ja. Das war so gemeint. Die Hälfte der Schulden gehabt, jetzt ist Ihre Aufgabe die andere Hälfte, das negative Eigenkapital. Sehr gut. Jetzt werden ja alle Finanzfachkräfte und Fachleute. Ja, wenn man lange genug hier sitzt, dann fehlt da was. Nichtsdestotrotz, ist Ihre Aufgabe die andere Hälfte jetzt zurückzuführen? Also dass der MSV zu einer schwarzen Null oder einem positiven Eigenkapital kommt? Das muss das Ziel sein, ja, ganz klar. Haben Sie da eine Frist, also was man sagt? 3, 4, 5 Jahre, also das ist ja schon eine Summe, die man da bewegt, die sich dann
von heute auf morgen lösen lassen? Der Finanzbereich ist natürlich sehr, sehr stark abhängig vom Sportbereich. Und eine Sanierung eines Vereins klappt natürlich nur mit sportlichem Erfolg. Das weiß ja jeder. Das ist ja eine Binsenweisheit. Da sage ich Ihnen jetzt auch nichts Neues. Und in der dritten Liga, wenn man sich da jetzt sozusagen festfressen würde, dann ist natürlich eine Konsolidierung der Finanzen deutlich schwieriger, als wenn man, wie gesagt, den Aufstieg schaffen könnte und sich dort etablieren kann. Also wie gesagt, insofern ist Finance immer nachlaufend. Ja. Sport, das ist ein Sportverein hier, das soll im Vordergrund stehen. Ja. Und das ist, wie gesagt, auch der Hebel zum Erfolg. Alles andere kann sozusagen hinten heraus nur geheilt werden, dass man sagt, man versucht da die Dinge möglichst positiv darzustellen. Aber wie gesagt, eine Sanierung in der dritten Liga ist für alle Clubs extremst schwierig. Und das müssen wir natürlich hier, wie gesagt, auch zur Kenntnis nehmen. Ja. Wir werden gleich ganz kurz mit Hochdruck dran arbeiten, dass wir das negative Eigenkapital reduzieren und bestenfalls auch ganz beseitigen. Weil es gibt auch durchaus Bestrebungen von DFB, dass sie als Zulassungsvoraussetzung ein positives Eigenkapital erwarten. So, das ist schon angedacht, das wurde diskutiert, ist abgelehnt worden. Aber was einmal in den Köpfen im DFB ist, wird immer mal wieder hochkommen. Und dafür müssen wir uns auch vorbereiten und gewappnet sein, damit wir da nicht auf einmal in Schwierigkeiten geraten. Deswegen machen wir das auch mit dem nötigen Hochdruck. Wer entscheidet am Ende, ob genug Geld da ist, um in der Winterpause zum Beispiel einen neuen Spieler zu verpflichten? Da werden wir tief in die Bücher reinschauen müssen und schauen, ob Möglichkeiten da sind. Und da muss es finanziell passen, da muss es sportlich passen, aber wir werden ganz sicherlich nicht, und das werden der ein oder andere Verein wird sich verstärken, das wissen wir. Deswegen werden sich die Kräfteverhältnisse wahrscheinlich auch ein Stück weit verschieben, aber wir werden nicht mehr ausgeben, als wir lizenztechnisch angegeben haben. Ich gehe davon aus, dass wir das dann gemeinsam besprechen und entscheiden werden, ja. Jetzt hatten Sie ja in Kaiserslautern zuletzt häufig mit dem Thema Investor zu tun, was da ja nun schon seit Monaten herumgeisterte. Wie stehen Sie diesem Thema gegenüber? Ist das für einen Drittligaverein der Fluch, der Segen? Und wie müsste der gestrickt sein, zum Beispiel, wenn man einen Investor sucht? Das Investorenthema ist, glaube ich, ein Thema, was für jeden Verein individuell ist. Jeder versucht ja da, den für sich richtigen Weg zu gehen. Das hat auch viel mit Rahmenbedingungen zu tun. Und so sind wir damals in Kaiserslautern zu der Entscheidung gekommen, dass das für den Club dort der richtige Weg ist. Hier ist man einen anderen Weg gegangen und Ingo Wald ist ja, wie gesagt, auch ein Verfechter dafür, dass man das aus eigenen Bordmitteln finanziert. Auch das haben wir natürlich in dem Bewerbungsgespräch durchleuchtet. Das ist ein Weg, mit dem ich mich, wie gesagt, auch sehr wohlfühlen kann. Das ist, wie gesagt, ja alles unter dem Parameter, dass 50 plus 1 weiter Bestand hat. Niemand kann heute abschätzen, wie sich der Markt verändert, wenn diese Regel fallen sollte. Und nochmal, deswegen glaube ich nicht, dass es ein Dogma ist, Investor ja oder nein, sondern ich glaube, man muss es individuell pro Club betrachten. Und deswegen gibt es da, wie gesagt, dann auch nur individuelle Lösungen und keine generalistischen Aussagen dazu. Ja. Habt ihr noch Fragen? Dann vielen Dank. Ja, kann man, bitte. Alter, 51. Gerne. Verheiratet, glücklich verheiratet, wohne in Frankfurt, gebürtiger Hildesheimer. Also kein Pfälzer. Fußball war meins nicht. Ich habe in der B-Jugend dann aufgehört, weil meine Position dann meistens rechts draußen auf der Bank war. Habe ich festgestellt, das ist nicht meine Sportart. Ich fahre extremst gerne Fahrrad. Da wird mir der Pfälzerwald jetzt fehlen. Ja. Mein Mountainbike stand im Büro. Aber ich habe mir sagen lassen, dass man hier auch gut Fahrrad fahren kann. Also von daher machen sich keine Sorgen. Ja. Ist es, ja? Gut. Aus Hildesheim dann in der Jugend R96 Anhänger gewesen? Werder Bremen Anhänger. 96 war damals in der zweiten Liga. Ich bin ja, wie gesagt, 51. Ja. Und das kristallisiert sich ja in jungen Jahren raus. Ja. Insofern wäre es ja schön, wenn man da mal wieder spielen könnte, nicht? Arbeiten wir dran. Ja gut, vielen Dank. Ingo und Michael, euch auch vielen Dank, viel Erfolg. Danke. Und uns allen noch einen sonnigen Tag.